Was geht ab, mein Ozi Fighter Ozer hier, und heute werden wir uns eine etwas unübliche Rotation ansehen. Ihr habt es schon im Titel gesehen, selbst wenn man es ausspricht, hört es sich komisch an. Es ist halt einfach unüblich. Es dreht sich um die Rotation mit dem physisch Super Saiyan Broly und LR Beerus. Das Ganze funktioniert nämlich dank dem Leader Skill von Broly und dank dem Link Skill Setup von Broly. Aktuell spiele ich mein Broly Team auf der globalen Version gerne so, wie ihr es seht. Nämlich, warum funktioniert das Ganze denn? Das liegt zum einen natürlich am Brolys Leader Skill. Beerus ist in der Movie Boss Kategorie, heißt, er bekommt Ki plus 3 auf den Angriff 170%, auf HP und Verteidigung 150%. Unser Boy Physisch Broly ebenso. Aber auf der anderen Seite liegt es einfach an dem geilen Link Skill Setup von Broly selbst, denn er hat sowohl Prepare for Battle als auch Shocking Speed. Wenn ein Charakter sowas hat, also wenn er zusätzlich zu Prepare for Battle entweder Shocking Speed oder Over the Flash hat, ist es einfach nur wirklich ein Zuckerschlecken. Denn viele andere Charaktere haben nur eines von beiden. Dazu gehört Beerus. Beerus beispielsweise hat nur Shocking Speed und dementsprechend teilen sich schon mal Ki plus 2 und 4 Battle sind 15% auf den Angriff. Wenn wir uns die Standard-Link-Skills eines Broly ansehen oder eines Super Saiyan, dann ist das ja normalerweise Prepare for Battle sind Ki plus 2, 4 Battle 15% auf den Angriff und Super Saiyan sind 10% auf den Angriff. LR Beerus ist kein Saiyan, dementsprechend hat er kein Prepare for Battle, aber er hat Shocking Speed. Broly hat das auch, das sind die Ki plus 2, die er quasi dadurch deckt. LR Beerus logischerweise hat kein Super Saiyan, aber Broly hat Prodigies, das sind eben diese 10%, die beiden Charaktere dann trotzdem bekommen und natürlich 4 Battle haben beide. Deswegen funktioniert das Ganze. Ist da das Mindestens will ich nicht sagen, aber das ist wirklich so standardgemäß, das ist ein guter Link-Skill-Setup. Jeder Saiyan mehr oder weniger hat wirklich diese Standard-Link-Skills, jeder Super Saiyan besser gesagt. Prepare for Battle, 4 Battle, Super Saiyan. Und das Geniale an LR Beerus ist einfach vertauscht mit Shocking Speed, Prodigies und 4 Battle. Aber das Ganze haben wir unserem Boy Broly zurechtzuschreiben. Dementsprechend gucken wir uns, wie gesagt, die Rotation gleich an. LR Beerus habe ich dann, wie gesagt, in der Rotation mit unserem Boy Broly. Für LR Beerus habe ich einen Dupe, ich habe ihn auf Crit geskillt, den Rest auf Additional Attack. Heißt, hätte ich noch einen Dupe, würde ich auf 20 Crit gehen, 6 Additional Attack, da bin ich wirklich drauf gespannt, was wir gleich sehen werden. Wir haben logischerweise aber in diesem Team kein Godly Power, wir haben kein Innocence, was noch weiteren Angriff Boost geben würde. Ist aber nicht schlimm, wir werden gleich sehen, das funktioniert auf jeden Fall das Ganze. Die andere Rotation hatten wir LR Broly mit LR Gohan, wie gesagt, Standard Super Saiyan Link Skills, Prepare for Battle, Super Saiyan 4 Battle und da beide noch ein LR Charakter sind, gibt es auch oben drauf Legendary Power. Ich habe den Free-to-Play Golden Freezer auf 100% gebracht, ihn in das Team gepackt. Warum? Ich bin zum einen bei ihm auf Dodge gegangen, er ist ein reiner Tankfreund, aber er ist wirklich ein sehr guter Free-to-Play-Charakter, hat eine Damage-Reduction von 30%, kann seine Verteidigung erhöhen für jeden Angriff, den er bekommt, Maximum 60%. Und er gibt, das ist das Geniale an den Movie-Boss-Charakteren, Ki plus 2 Attack und 30%, sowohl physisch Broly als auch LR Beerus werden das von ihm bekommen. Er hat auch gar nicht mal so schlechte Linkskills von der Thirst Rock kommt, ist Shocking Speed, Shattering Limit, Prodigies hat er auch jetzt quasi für LR Beerus, aber das triggert ja quasi nur einmal Angriff-Linkskills, wenn ein Charakter in der Mitte ist. Aber ich wollte es auf jeden Fall einfach mal erwähnt haben, weil wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Charakter braucht, der Prodigies hat, der ist zum Beispiel sehr gut, Freunde. Und der hat auch Thirstor Conquest. Also sein Linkskill-Setup als Supporter ist wirklich nicht schlecht. Und er als Supporter in einem Movie-Boss-Team kann man auf jeden Fall mitnehmen. Zudem erhöht er noch Extreme Class Verbündeten, deren Angriff um 30% für eine Runde. Also ich habe ihn bewusst auf 100% gebracht, weil er ist wirklich ein sehr, sehr guter Free-to-Play-Charakter. Sehr guter Supporter, sehr guter Tank. Finde ich wirklich sehr gut, was sie mit ihm gemacht haben. Dann habe ich noch diesen Super Vegeta. Was macht der? Der hat sich nicht verlaufen. Der gehört zu der Full Power Kategorie, deswegen gehört auch zum Leader Skill. Er ist ein Support. Ich habe ihn auf 100% geklatscht, Freunde. Eigentlich könnte man ihn auch auf Dodge skillen, weil er ein Support ist. Aber für mich so jeder Saint Supporter, der kriegt von mir einfach seinen Crit-Schub und gut ist. Der hier gibt für AGL Strength und physisch Charakteren Ki plus 2 auf Attack eine 25%. Ihr merkt es, in diesem Team leidet dann leider LR Gohan an wegen den Supporter, weil er bekommt von beiden Supportern keinen Support-Boost. Soll aber nicht schlimm sein. Das Team boxt auf jeden Fall trotzdem alle Male. Dreht sich hier quasi jetzt erstmal vorerst um LR Beerus und physisch Broly in der Rotation. Aber die anderen ist natürlich auch 1A. Dementsprechend gucken wir mal overall mein komplettes Broly-Team auf Global an. Jetzt im Showcase. Alles klar, Freunde. Und wir sind im Event von Broly. Und so haben wir auch die schöne Rotation hier an der Stelle. Also guck mal, das Ganze funktioniert wie gesagt. Wenn wir jetzt quasi beide zusammenstellen, dann linken sich auf jeden Fall gut. Ich meine, Beerus kommt immerhin auf seine Super-Attack. Broly so oder so. Auf die 18 Ki zu kommen vom Beerus wird wahrscheinlich immer noch vielleicht etwas schwer sein. Aber deswegen wollte ich auf jeden Fall Supporter mitbringen, die auch Ki ihm geben.
Vegeta gibt hier an der Stelle Key plus 2, erzielt mit 25%. Aber die Sache mit LL-Virus ist folgendermaßen, Freunde, man muss ihn auch ein wenig richtig spielen. Was meine ich damit? Sex Passive. Er bekommt nämlich auf den Angriff hat er immer fix 80%. Aber nachdem er angegriffen wurde, bekommt er für 5 Runden weitere Attack und Def 60%. Das Ganze wird separat kalkuliert, deswegen kommt er auf einen Boost von 188%. Was meine ich immer mit diesem separat kalkulieren? Zum einen könnt ihr das quasi alles auf Dokkan LWiki nachlesen, bei den Charakteren, bei den Informationen, wenn ihr ein bisschen runterscrollt. Ich werde den Link vielleicht zu LL-Virus mal in die Beschreibung setzen, damit ihr das Ganze mal selbst sehen könnt. Zum anderen ist das folgendermaßen, er hat hier noch quasi, Moment, er hat hier noch quasi keinen Angriff bekommen. Heißt, er hat hier sein Angriffsset. Das sitzt jetzt hier an der Stelle 348.000. Er wird aber noch gleich von Broly angegriffen, deswegen müsst ihr ihn auf jeden Fall auch gut richtig setzen. Wenn ihr den Angriff bekommt am Anfang der Runde, setzt ihn ruhig hin. Wenn nicht, sollte er in der Runde einen bekommen, sodass er dann für diese 5 Runden diesen Boost hat. Und nach Ablauf der 5 Runden kann sich das Ganze wieder triggern. Aber er bekommt ja noch quasi seinen Angriff und deswegen wird das quasi auf alles drauf verrechnet. Separat kalkuliert, nachdem alles eingewirkt ist, wie Linkskill, Support, Aspekt und so fort, Freunde. Deswegen haben wir das Ganze so. Jetzt hat sich das Ganze erhöht. Wir kommen auf 2,5 mit der ersten Super Attack. Das war noch nicht mal die 24 Key. Ich bin gespannt, ob wir die 24 Key schaffen. Man muss auf jeden Fall da auch ein bisschen mit den Orbs spielen oder Orbs aufbewahren für ihn. Falls ihr euch fragt, Freunde, wann kommt denn wieder das Event mit das Story Event zu Beerus, damit ihr die Pudding farmen könnt? Die Sache ist folgende: Solche Events kommen mehr oder weniger immer zu gewissen Celebrations spontan hinzu, sage ich mal. Aber demnächst sollte auf der globalen Version eigentlich ein Update kommen, in dem auch die Schlüssel hinzugefügt werden. Falls ihr nicht wisst, was ich damit meine, die Schlüssel, die wurden auf JP hinzugefügt vor einer Weile. Und diese Schlüssel, mit diesen Schlüssel könnt ihr dann quasi inaktive Events spielen. Ich habe dazu ein Video gemacht, wenn ihr euch vorab informieren wollt, könnt ihr das gerne machen. Das sollte demnächst auf Global kommen. Die Sache war zwar, als er auf JP released wurde, konnte man zwar gut, also die Pudding schon fahren mit den Schlüssel, aber im Barbershop selbst gab es die Pudding nicht, heißt man konnte sie nicht kaufen. Das wurde aber letztens hinzugefügt und ich hoffe, also permanent, und ich hoffe zum Release mit den Schlüssel auf der globalen Version hoffe ich, dass sie dann auch quasi die Pudding permanent in den Barbershop einfügen, damit ihr dann quasi auch logischerweise direkt ja, die Pudding holen könnt und die Medaillen, also die Medaillen mit dem Pudding und dann quasi LL-Virus awaken könnt. Für diesen Donnerstag ist eine Wartung angesetzt für Global, die geht schon etwas lang, ich glaube 5 Stunden. Ich weiß nicht, ob es quasi dafür ist, dass das Ganze dann mit den Schlüssel kommt, dass ein App-Update ist. Könnte sein, am Donnerstag werden wir schlussendlich schlau, Freunde. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal hier an. Oh, kommen wir, ja, sollten die 24 Key sein, oder? Wenn nicht, habe ich da, oh, was? Überhaupt nicht, schön verschätzt. Ah, ne, ich heb mir mal kurz, ich heb mir da kurz die Items auf, weil ich würde gerne die 24 Key sehen mit Golden Freezer in der Rotation, weil der gibt dann quasi den besseren Boost. Aber Beerus tankt gut, Beerus macht gut Schaden, Beerus heilt uns auch mit der Super Attack. Also unterschätzt Beerus auf jeden Fall nicht. 3 Minuten auf den Radar mit einem Dupe hat der auf jeden Fall. Und da fehlen zum Beispiel noch Linkskills wie Godly Power oder Innocence. Godly Power und Innocence können wir auf jeden Fall, oh, nice Edition Attack, können wir auf jeden Fall dann quasi verwerten, wenn der Tag ECA beziehungsweise der Tech-Virus auf Global auch sein ECA bekommt. Aktuell kann man dann natürlich auch spielen in einer Rotation, aber der Tech-Virus ist nicht allzu gut, sage ich mal. Aber nach seinem ECA ist auch so ein Kandidat, wo die Passive sich dann quasi, wo die Passive separat kalkuliert wird, weil er dann auch einen Angriff-Boost bekommt, nachdem er einen Angriff bekommen hat. Und die Rotation mit Tech-ECA-Virus und LL-Virus wird auf jeden Fall richtig geil. Wann das ECA kommt, kann ich euch nicht sagen. Ich meine, auf der globalen Version fehlen noch das ECA von Super Saiyan 3 Vegeta, von Tech-Virus und von Janemba. Ob das so die Reihenfolge war, wie ich es gerade gesagt habe, auf JP, ich glaube, so war es. Aber kann natürlich sein, dass Global vielleicht etwas hin und her verschiebt, Freunde. Wir wissen die Tage mehr, weil die Tage auch quasi eine neue Celebration anfangen wird. Und dann werde ich euch auf jeden Fall informieren, was die Tage kommen wird auf der globalen Version. Genau, aber ihr merkt auch schon, die Rotation, die funktioniert halt legit. Ich habe jetzt halt so nebenbei gespielt, bisschen schön geredet über die Charaktere, aber das ist doch schon mal ein schöner Indiz, weil nebenbei spielt man ja Dokkan und wenn nebenbei alles gut funktioniert, ist auf jeden Fall nur nice. Also ihr seht auch schon, so unüblich auch die Rotation aussieht oder sich anhört, dennoch funktioniert sie auf jeden Fall. Und das finde ich eben das Geniale am Broly's Leader Skill, dass er den Movie Boss Charakteren und Full Power Charakteren einen Boost gibt.
Das ist wirklich sehr, sehr geil gemacht einfach. Und da funktionieren halt auch solche Setups. Und dank dem Linksy-Setup von Brody funktioniert das Ganze auch. Okay. Jetzt aber, wie machen. Oh, Moment, ich würde gerne. Oh, ich weiß, ob wir auf die 24 Key bekommen. Ich habe jetzt, also im Endeffekt wird Brody jetzt rausrotiert. Ist ja perfekt, ist nicht schlimm, denn ich würde gerne einfach hier die 24 Key sehen von Beerus mit dem Support-Aspekt von Freezy. Und seine Passive sollte immer noch aktiviert sein für 5 Runden, wie gesagt. Und jetzt bin ich doch gespannt, was da abgehen wird. Natürlich fehlen hier wichtige Link-Skills, so wie. Wie gesagt, Godly Power Innocence haben wir einfach nicht vertreten, ist nicht schlimm. Trotzdem bin ich auch gespannt, was auf dem Radar abgeht. Ihr seht schon, der Boy tankt auch sehr gut auf jeden Fall. Also als Free-to-Play-Charakter, das kann man ihn einfach nur gut schreiben. 4,1, also geil. Ja, richtig geil, 4,1 auf unserem Lord Beerus zu sehen. Der Hakait in hier zur Seite, Freunde, 4,3 Crit. Dementsprechend wäre es das Ganze zu der Rotation mit physisch Super Saiyan Broly und LL Beerus. Ihr könnt mich gerne auch wissen lassen, Freunde. Habt ihr auch solche Duos in eurem Broly-Team oder an sich in irgendeinem Team, was unüblich sich anhört oder unüblich aussieht, aber dennoch gut funktioniert? Könnt mich auf jeden Fall gerne wissen lassen, Freunde. Wenn euch das ganze Video im Endeffekt auch gefallen hat, könnt ihr dem Ganzen auf jeden Fall auch gerne ein Like geben. Vielen Dank für die ganze Unterstützung in der letzten Zeit. Und falls ihr neu seid, Freunde, Schlusswort, dann könnt ihr dem Ganzen auch gerne ein Abo geben und das Ganze unterstützen. Vielen Dank für alles, Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, schönen Tag noch. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. I'm done. Next time you ain't won't be around.